Moin Leute, was geht? Hier ist wieder euer Geist. Heute in diesem Video zeige ich euch, wie ihr wieder die 99 Glitch Lobby erstellen könnt in Zombies. Das geht auf Firebase Z, auf die Maschine und auf Ausbruch. So, ihr braucht hierfür einen Kollegen, der euch dabei hilft, denn solo klappt das Ganze nicht. Und ich zeige euch das Ganze jetzt aus der Perspektive des Spieler 1. So, beide Spieler gehen in eigene Spiele rein, mehr Spieler, dann unten auf eigene Spiele. Jedoch geht Spieler 1, in dem Fall ich, auf Spielringe bearbeiten und auf Einstellungen. Spieler 2 schickt euch jetzt eine Einladung und ihr geht mit dem Controller auf die Einladung, in meinem Fall Dreieck. Ihr bleibt über Annehmen, jedoch klickt ihr noch nicht drauf und Spieler 2 sendet euch noch eine Einladung. Sobald die zweite Einladung oben erscheint, nimmt ihr die erste Einladung an und spammt die ganze Zeit Dreieck. Und wenn ihr das dann richtig gemacht habt, joint ihr Spieler 2 in die Lobby und es öffnet sich wieder dieses Fenster. Hier geht ihr nun auf Spielerdetails ansehen und Spieler 2 verlässt die Lobby erstmal mit der Party. Dann ist er im Mehrspielermenü und dann verlässt ihr die Lobby alleine und schickt euch noch eine Einladung, denn das Ganze wiederholen wir jetzt noch einmal. Also auf die erste Einladung geht ihr drauf, bei mir mit Dreieck auf dem PlayStation Controller. Ihr bleibt über Annehmen, jedoch nimmt ihr noch nicht an und wartet auf die zweite Einladung. Dann nimmt ihr die erste Einladung an und spammt Dreieck ganz schnell und geht wieder auf Spielerdetails ansehen. Euer Kollege verlässt die Party jetzt wieder mit euch zusammen, dann seid ihr im Hauptmenü und dann verlässt er die Party alleine. So, das Ganze wiederholen wir jetzt noch einmal. Im Hauptmenü lädt euch der Kollege bzw. Spieler 2 nochmal ein. Ihr geht auf die erste Einladung drauf, wartet auf die zweite. Sobald die zweite Einladung da ist, nimmt ihr die erste an und spammt wieder Dreieck, bis sich dieses Fenster hier öffnet und geht auf Spielerdetails ansehen. Nun muss Spieler 2 zu Zombies wechseln. Wenn er das gemacht hat, dann wird hier diese Spielerdetails verschwinden und ihr seid bei den Einstellungen. Hier geht ihr einmal rüber nach rechts auf Spieler zu Eliminator und macht den Selbstwiederbelebungszähler hoch. Jetzt ganz wichtig Leute, sobald ihr den Zähler auf 99 gestellt habt, müsst ihr immer wieder wechseln zwischen 99 und 98, also macht immer ein hoch und runter. Spieler 2 muss dann auf Privat gehen, dann startet er die Zombie-Map, die ihr spielen wollt, in unserem Fall ist das die Maschine, also geht auf Privat, macht die Maschine und dann verlässt Spieler 2 direkt alleine die Party und ihr joint in die Zombie-Lobby. So, was hat sich jetzt geändert nach dem Patch? Und zwar Leute, kann es manchmal sein, dass bei Spieler 2 privat ausgegraut ist und dass ihr kein privates Zombie-Match starten könnt. Falls es bei euch der Fall ist, dann müssen beide Spieler nochmal das Spiel komplett neu starten und dann sollte es eigentlich klappen, so hat es nämlich bei uns geklappt. Und es kann sein Leute, wenn Spieler 2 bei euch reinjoinen will, dass die Fehlermeldung kommt, ungültige Lobby. Falls das der Fall ist, dann haben wir das so gemacht, dass Spieler 1 bzw. ich, der in dem Game drin ist, Spieler 2 eine Einladung sende und er über die Einladung gejoint ist, dann hat es geklappt. Falls ihr Firebase oder die Maschine spielen wollt, dann startet das Game sofort, nachdem Spieler 2 auf Privat die Map drauf geklickt hat und die Lobby alleine verlassen hat. Jedoch, wenn ihr Ausbruch spielen wollt, Leute, müsst ihr nachdem Spieler 2, also das private Ausbruch-Match gestartet und verlassen hat, noch 20 bis 30 Sekunden warten, weil dieser Modus halt länger lädt. Und während der ganzen Zeit müsst ihr halt wieder mit dem Leben einen vor und einen zurück, beziehungsweise von 99 auf 98 gehen. Wenn ihr das dann nun alles richtig gemacht habt, dann steht da unten, dass ihr 3 Selbstwiederbelebungen habt. Dies ist jedoch nur ein Anzeigefehler, ihr habt so viele Selbstwiederbelebungen, wie ihr vorher eingestellt habt. Das war's dann mit dem Video, Leute. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Falls ihr noch irgendwelche Fragen haben solltet, dann könnt ihr auch gerne meinen Discord joinen. Link ist in der Videobeschreibung. Und ich versuche euch größtmöglich weiterzuhelfen. Und falls ich mal keine Zeit habe, sind auch eine Menge Leute, die euch auch sehr wahrscheinlich weiterhelfen werden. Ansonsten wünsche ich euch viel Spaß mit dem Video und bis zum nächsten Mal. Ciao.